Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euch ganz einfach das neue E-Bike färben könnt. Ja, was jetzt Rockstar neu ins Spiel gebracht hat. Das Ganze geht aber nur mit den Instructor. Ihr geht da einfach auf Reisen und Transport. Dann geht ihr einmal auf die Fahrradseite und dort findet ihr den Inductor. Das geht auch nur mit dem linken Inductor. Mit dem Junk Energy Inductor funktioniert es leider nicht. Und ja, dann würde ich sagen, lass uns auch schon direkt losstarten. Das, was wir machen, ist, wir öffnen einfach das Handy, gehen dann einmal auf die Fahrradseite. Gehen dann auf den Inductor, aber nicht auf Bestellen drücken. Wir gehen jetzt oben auf die Taskleiste. Dort findet ihr ein kleines Haussymbol. Dort klicken wir einmal drauf. Gehen dann weiter auf Legendary Motorsport. Gehen dann zu den Zweitürern. Und dort scrollen wir einmal bis ganz nach unten. Und dort wählen wir uns dann einmal den Pegasi Monroe aus. Und da können wir uns jetzt eine Farbe auswählen. Und die Farbe, die wir uns jetzt hier auswählen, die bekommen wir dann auf unseren E-Bike drauf. In meinem Fall nehme ich jetzt einfach mal hier eine blaue Farbe. Als nächstes gehen wir jetzt wieder oben in die Taskleiste, gehen dann auf das Uhrensymbol. Und dort gehen wir dann runter, wieder auf die Fahrradseite, dort wo Bike Details 9 steht. Dort klicken wir dann einmal drauf, kaufen das Fahrrad einmal, wählen uns jetzt irgendeine Garage aus. In meinem Fall nehme ich jetzt einfach Eclipse Towers Apartment 5 und nun warten wir, bis das Fahrrad geliefert wird. So ist das, wird das Fahrrad dann geliefert, gehen wir dann einmal in die Garage. Ihr könnt natürlich auch vorher in die Garage gehen. Und ja, jetzt dort angekommen werdet ihr sehen, dass sich jetzt schon das Bike gefärbt hat. Und ja Leute, das war es auf jeden Fall schon mit dem kleinen, aber feinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.